Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Let's Play Sanctum 2. Mit dabei sind der Servon und der Phaistos. Hey, yo. Hallo. Natürlich ja. Haben wir uns jetzt genau andersrum gemeldet. Ja. Ja, vielleicht sollten wir einzeln aufrufen und dann einer vorstellen, dann der nächste. Sanctum 2 ist ein Tower Defense Game aus dem Hause Coffee Stain Studios. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, ja. Ich habe es Kaffee verstanden. Ja, der Coffee Stain Studios. Das ist richtig. In dem es darum geht, halt Tower Defense, ne? Ich hoffe, das sagt euch was. Ja, das ist halt wie, denke mal, die meisten kennen Orcs Must Die. Wie Orcs Must Die, nur haben wir hier keinen Dungeon und bauen noch Wände, sondern wir haben diese Blöcke, die können wir, glaube ich, auch selber setzen, ne? Ja. Und darauf können wir halt Türme bauen. Und die Türme kann man upgraden bis Stufe 3 und danach kann man sie überladen. Sie halt ja, komm. Overloaden, dann machen sie halt immer noch so, mehr Damage. Dann wollen wir jetzt nicht so mal weiter rumfackeln, wollen wir mal rumlegen. No. Alles klar. So, jetzt hast du auch mal Maschine. Enter drücken. Ich hab keine Waffe. Du hast keine Waffe? Enter drücken. Was drücken? Enter drücken. Jetzt hast du eine Waffe. Ach ja, scheiße, ich habe ganz vergessen, der Raketenwerfer hat ja voll einen Recall. Ja. Ich und der Servon, wir haben schon ein bisschen wenig vorgespielt, wir sind schon Level 12. Wenig ist in dem Spiel relativ. Ja. Ich weiß nicht, ob es Level maximal gibt. Aber ich merke gerade, dass wir hatten eine Dicke auf dem Eier. So, Welle geschafft. Das war jetzt die erste. Folgen noch vier weitere. Autsch, jetzt hab ich mich wieder fast selber gekillt. Servon, ich hau mal hier in Slow-Mo hin, ne? Hier in die Engpass-Surfe. Aha. Hat jemand noch 75? Was? Für den Slow, ja, komm. Danke. So, jetzt wollen wir doch mal gucken, wir haben vorhin eine Bar entdeckt. Ich hab noch 30 Coins. Ja, Hilbert, der alte Spiele sucht die erstmal wieder an den Automaten. Ich hab noch mehr, aber das hat vorhin nicht funktioniert. Ja, bei mir auch nicht, bei mir steht hier so Instant Game Over. Ich drücke F und es passiert nichts. Echt? Also ja, genau das habe ich zum Hebug, zum Servon auch gesagt, bei mir auch. Ich drücke F und es passiert gar nichts. Das ist wieder so eine Logik, ne? Ja, okay, bei mir läuft's, ey, kann das nur der machen, der es benutzt hat? Funkt, hast du ja, spielst du gerade oder was? Hä? Nö. Ich check das Spiel nicht. Ist denn noch irgendwas zum Aufrüsten? Zwei rote Vierecke und. Na toll. Keine Ahnung, was man da machen soll, ey. Ja, setzt man die restlichen Böbel, so macht man die Mauer weiter. Wo soll ich die denn weitermachen? Na ja, hinten, also einen noch dran setzen und dann hier die nächste Reihe zu. Servon, wir haben wieder so einen Fehler gemacht, weißt du das? Komm, lass doch, ey, das ist die erste Map, ey, da kommen kaum Viecher und. Ah, gut, hast du auch wieder recht. Leute, ich hab gerade auch einen fetten Mega-Lag gehabt. Okay. Okay, let's go. Ah, yo, fuck. Not enough resources. Ich hab doch Tower, warum hab ich bei. Wollen wir hier so zickzack machen oder was? Nee, wir müssen. Ja klar, dass die schön hinten hier. Hier lang? Hier? Ihre Bahn hier? Müssen. Hatte, weißt du, du kriegst von mir noch zwei Blöcke. So. Weil ich kann die irgendwie nicht setzen. Oh, ach übrigens, wenn die geplantet werden, würde ich dir empfehlen, nicht da drunter zu stehen. Das hab ich mir schon so gedacht. Ja, da bist du jetzt halt grau. Und hört ihr das gerade laut im Hintergrund? Ja, man hört es, aber es ist nicht tragisch. Na dann. Hey. Ansonsten einmal. Hat mich gerade einer von euch runtergeschubst oder was? Kommt es ja auch gerade in die Schüsse, oder? Was denn? Ja, Aufnahme. Warte mal. ja, guck mal, meine Avatar, ja, gleich. Ja, Mann. Aber übrigens, der Fitmo ist auch mit dabei. Ich doch gar nichts. Oh, nimmst du weit auf? Natürlich. Oh, hey. Auch Heber, hast du schon wieder die Tesla-Kanone? Ja, natürlich! Ich mag die Kanone, die ist geil. Oh, ist zu grob. Alle mal umfallen. Ah, die kleinen Viecher sind raus. Achso, Heber, was ich dir nur raten würde, wenn deine Hauptwaffe leer ist, wechselst du zur anderen, du lädst dabei nebenbei automatisch nach. Ah, ne, warte mal, hast du auch schon eine zweite Waffe? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Heber hatte man am Anfang eine zweite Waffe? Ich weiß nicht. Heffer, bist du noch da? Ja, aber ich verstehe euch keine. Ich glaube, du musst den Sound dann ein Stück bisschen weiter runterdrehen. Ja, das Spiel ist am Anfang echt derbe. Ja, weiter geschafft.
Den Slow-Mo. Ich pimp erstmal mein Ausgeschütz. Jungs. Wer hat da die Wall hingesetzt? Wo? Und dann da einen Tower drauf gesetzt? Wo? Hier, der hier. Wer hat denn hier einen Slow-Mo hingesetzt? Ich mach mein Gauss-Geschütz gerade. Ja, aber wer hat denn da einen Wall hingesetzt? Das ist doch voll dumm. Nice. Ihr seht das auch, was, oder? Was macht mein scheiß Gauss-Geschütz hier? Sehe ich selbst an Eier schnüffeln oder was? Keine Ahnung, aber wer hat da den Tower und die Wall so dumm gesetzt? Wieso? Die steht da doch gescheit. Wir machen nein, hier steht die nicht. Nicht, wenn wir Zickzack machen wollen. Hin und her, hin und her, hin und her. Dann steht der vollkommen behindert. Ach ja, ist ja auch recht. Hä? Oh, geht schon los. Man hört im Hintergrund den Bruder von den Feistes. Was zockt er denn? Der guckt gerade. Was denn? Irgendwas auf Watch Ever. Warum hast du denn den PC rübergebracht? Du kleinen scheiß Runner-Viecher, ey. Wie heißt das? Warum hast du denn den PC rübergebracht? Ja, damit wir parallel zocken. Was hast du denn für ein Mikrofon? Welches hat der Fibon nochmal? Wir haben T-Bone. Ne, dann nicht. Irgendeine du hast ein SC440 hast du. Na, 430 hast du. Alter, halten die aus, ey. Mhm. Ach ja, muss dazu erwähnen, ich habe aktiviert, dass die Monster 20% mehr Health haben. Damit es hier Bonus-Effekt gibt. Weil ja, alle anderen Teile sind scheiße, wenn die Monster zu schnell sind oder sich schneller regenerieren. Ja, die rennen gerade ein bisschen am Kern zu, mein Freund. Herr Feistus? Ja? Das ist doch so lange mit Push to Talk. Oh, ich hab schon gar keine Bubble mehr. Ich hab noch drei. Wohin? Der hier ist scheiße hallo gesetzt. Und zwar dann hierhin. Wer setzt hier bitte direkt zwei Türme drauf? Ich hab keine Slow-Mo-Teile. An mich brauchst du nicht frohre. Der Slow-Mo-Turm ist auch scheiße gesetzt hier. Der kann höchstens hier hin. Hier ein Geschöpf. Hat jemand noch Zähne? Für was? Für das Geschütz hier. Bitte. Herr Feistus, hast du jetzt Push to Talk? Nein, ich bin gemutet. Oder so. Oder so. Wir sind natürlich wieder professionell bis unter das Dach, ne? LOL! Servon! Entschuldigung, ich liebe das Gewehr. Es ist perfekt zum Trollern. Du meinst den Nate Launcher? Oh, Krieger. Alter, ich hab mich selber hier über die halbe Mitte getrollert. Ach du Scheiße. Autsch. Okay, der Krieger macht derbe Damage. Der macht derbe Damage. Ist aber jetzt gleich down. Ja, kaputt. Ist down. Oh, da ist noch so ein Krieg. Geht ein Feuer frei. Haut ihm sogar Crits rein, ey. Der verreckt einfach nicht. Da bin ich gerade aus der Map geflogen. Sind beide down? Ja, in einer Sekunde bin ich mal wieder da. Na klar. Lass mich wieder die Arbeit machen. Kommen nur zwei Krieger. Nee, drei sind sogar. Alter, ey. Hat der Kern überhaupt schon Damage bekommen? Noch nicht, aber gleich. Ne. Alter, noch ein Meep und ich bin bald kaputt, ey.
Ja, Pennern. Die sitzt er. Aber wir können froh sein, dass der Kern. Dass die Monster den Kern nicht verfolgen. Na ja, gerade. Dafür haben wir das Aggro. Ich würde sagen. What the fuck? Da kam Türmchen an. Das ist Quatsch. So, jetzt noch jemand hier in Geschütz hin, ne? Ups. Ich brauche noch 85 auf das Geschütz hier. Danke. Bitte. Bin ich jetzt blanko? Warte, Herr Feistes, mal etwas? Ich hab 350 Kröten. Herr Feistes, würden Sie bitte Ihre 350 Kröten mit Left-Mouse-Button hier in den Turm hier ein? Das glaube ich nö. Ja, ich glaube auch. Haut lieber Mauer. Herr Feistos, setz mal dein Geld hier rein. Entmiete dich mal, damit wir bitte reden können. Wenn du Vollidiot im Weg stehst, kann ich doch nichts reintun. Meine Fresse. Ja gut, das ist auch eine Begründung. Sehr schön. Konnte man nicht im ersten Teil auch irgendwie seine Waffe upgraden? Ich glaube nicht, dass es... Ich glaube nicht, dass es hier geht. So, das sind nur drei von den Riesendingern. Die sind eigentlich voll easy. Ja. Dreimal... Jetzt kommt dreimal Schwamm. Mal gucken, wie lange er überlebt. Naja, da das Vieh kaum was machen tut. Alter Schwede, der kriegt ja aufs Maul. Ja, ich habe auch zwei Gautgeschütze stehen. Ach, zwei mittlerweile? Doch, klar, das andere ist nur noch Stufe 1, das andere ist Stufe 2. Hier in der Ecke bekommt der besonders aufs Maul. Alter, aber trotzdem 818k insgesamt, ey. Ja, echt abgefuckte Scheiße, ey. Wir machen aber auch ein ganz bisschen Schaden, ne? Echt, ich rück nichts ab. Ich mach durchschnittlich 900 Schaden. 1000, 2000, 2800, 3000. Echt? Ich mach nur, ja, 8.000. Na gut, andererseits, ich hab einen dicken Raketenwerfer. So, jetzt kommen zwei Schwarmteile, 10 Krieger. Clear for now. 10 Läufer und 4 von den Schlammdingern da. Hat man nach 5 Kröten für mein zweites Gaussgeschütz? Yep. Bitte sehr. Ich fühle mir echt zu wenig, ey. Ich... Dreier Tower. Ja, was machen wir mit den restlichen Bubbles? Ich hab noch einen. Ja, auch. Ja, wir können schlecht. Wenn wir mehr hätten, könnten wir hier vorne noch Slow-Mo machen. Hat jemand 80? 90? Helfer, musst du fragen, der hat Geld. Auf das Geschütz. Danke. Das ist übrigens Last Round, wa? Ja. Habt ihr die Welle selber? Hm? Wie bitte? Habt ihr die Welle selber gestartet oder ist die automatisch gestartet? Auto. Also, aber mit auch jede Menge Geld, ne? Aber wenn man einfach wenn man Enter drückt, startet man sie manuell. Ja, aber manchmal starten die Dinge auch automatisch. Oh! Bis Raketenfresser. Der Raketenwerfer, der ist einfach so arschgeil. Ich kümmere mich um die Schwarm. Also wenn die Viecher mir zu nahe kommen. Na komm. Also ich finde ja die Waffen sehen ganz cool aus, ne?
Was sind denn noch hier zwei Schwappentypen-Viecher dazwischen? Ja, ich kümmere mich schon um das erste. Hebak, das ist das zweite, ne? Was? Oh. Na gut, it's down. Wow, leck! Jawohl. Sehr schön. Also bis jetzt würde ich sagen, der erste Teil ist besser. Ja? Nee. Noch im ersten Konteil konnte man schon Waffen upgraden, hat verschiedene Möglichkeiten für die Waffen und alles. Ja, super. Drei verschiedene Waffen. Na, fast hier mehr Türme und vier mehr verschiedene Waffen. Also bis jetzt habe ich weniger Türme gesehen als im ersten. Okay. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao!